Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 4 Colonization mit der TAC-Mod. Und irgendwie bin ich... Hä? Achso, das ist ein Spanier. Ach, da lungern auch noch ein paar Spanier rum. Was war denn überhaupt unser Plan? Unser Plan war erstmal, dich dahin zu... Beziehungsweise, nee, da steht ja auch noch nichts. Okay, hier haben wir auch noch sehr viele Einheiten rumstehen. Den Herrn Offizier könnten wir eigentlich mal da rausstecken. Ich weiß gar nicht, ob wir schon... Brauchen wir dafür eine Uni oder... Naja, werden wir da mal testen. Also um einen Offizier auszubilden, brauchen wir da eine Uni oder nicht. So, hier laden wir erstmal Tabak ein. Und fahr nach Fort Caroline. Hier mal da drüben noch ein bisschen gebaut in der nächsten Runde. Und irgendwie dieses Geldgeräusch-Zeugs-Dings da, das ist ganz schön laut. Ja, was machen wir jetzt? Ich hätte gesagt, ein vorgebaut. Nee, erstmal eine Zeitung. Zeitungen sind immer gut. Zeitungen sind gut, solange es nicht die Bild-Zeitung ist. Hahaha. Nee. Dich schicken wir nach Quebec. Und... Du... Wo produzieren wir Holz? Hä? Bin ich blind? Hä? Tatsache, ich bin blind. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, das wäre Nahrung. Meine Güte, bin ich blind. Hier brauchen wir... Was brauchen wir denn? Eine Straße bauen wir... I wie Bauernhof. Da auf dem Hügel bauen wir dann einen... Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Den Deutschen erklären wir mal wieder den Krieg. Heute ist nicht mein Tag. Das gibt's doch nicht. Erst sehe ich das Einfachste nicht und danach bin ich noch total verwirrt. Also verwirrt bin ich sowieso immer, aber noch verwirrter als jetzt geht ja schlecht. Was baue ich da gerade? Ich hoffe doch sehr eine Plantage. Ja, Plantage war P. Okay. Dann, dich stecken wir hier hinein. Und so langsam war es das ja mit Civilization. Quatsch, mit Colonization. Und Artillerie-Garnison, schwere Artillerie. Okay. Und, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde es jetzt einfach durchspielen. Ich habe mir überlegt... sobald wir hier alle europäischen Zivilisationen vernichtet haben. Ich werde jetzt mal nach Neu-Augsburg fahren, warum denn nicht? Ja, 64% Steuern ist gut. Geld gebe ich dir nicht und sonst stecke ich dich noch da rein. So, ich habe mir gedacht, dass wir, sobald wir die europäischen Zivilisationen besiegt haben, dass ich dann ein paar Runden... Offline-Spiele. Ah, heute ist nicht mein Tag. Ei, ei. Okay, Neuminden ist erobert. Da bauen wir mal einen Bootssteg. Einen Bootssteg, bitte. Oh, oi, heute ist nicht mein Tag. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Dass ich ein paar Runden ohne Aufnahme spiele, um... Ja, um ein bisschen voranzukommen, dass wir uns ein bisschen ausbreiten und dann quasi noch so die letzten Runden zeige. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und je nachdem, ich werde ja sehen, ob... machen wir da irgendwas? Holz. Holzfällerlager war ein B oder Bauernhof, Plantage, Lagerplatz. Nee, O. O wie Lagerplatz. So, hier mal alle ausgewählt. Einheit auflösen brauche ich nicht, sondern hier alle auswählen. Und nach da oben marschiert. Und
Da ist noch die britische Stadt. Ich möchte gern wissen, was das für eine Stadt ist. Träumen erlaubt. Und ich muss den Kopf immer so drehen, dass ich vom Mikro weggehe. Das ist dämlich. Also, erzähl uns doch mal, was du siehst, du Träumer. Erschrocken fährt der Student zusammen. Gerade hat er noch aus dem Fenster geschaut, da steht unvermittelt die Dozentin neben ihm und schüttelt sanft an seiner Schulter. Tja, stammelt er und sucht nach einem Einfall, der ihn rettete. Rettet. Präsenz. Hinaus in die Lieblichkeit dieser neuen Welt blickte ich und sah über die Natur. Lesen kann ich auch nicht mehr, super. Und sann über die Natur nach, wie Gott sie erschaffen. Und über die Natur des Menschen, dass er frei geboren ist und nicht als Untertan und dass kein König von ihm Gehorsam verlangen sollte, sondern nur Gott. So, so, erwidert die Dozentin und muss lächeln, da haben wir wohl den gleichen Traum. So. Ah, Betsy Ross hat angeboten, sich unserer Sache anzuschließen. Plus 3 Stoff pro Weberei, plus 4 Webereibetrieb und plus 5 pro Textilfabrik. Das heißt, dann werden wir in Bälde mal ein paar Fabriken produzieren. Hier mal alles eingeladen, was wir hier so finden. Tab. Achso, das war schon. Okay. Die haben ja auch bloß 6 Lagerplätze zur Verfügung. Ist jetzt auch nicht so die Welt, aber okay. Und was mache ich hier mit Simon Bolivar? Also da oben haben wir noch ein paar Städte von ihm. Müssten 3 sein. 1, 2 und da oben noch eine. Weil die Grenzen hier ein bisschen seltsam sind. Aber da halt er Und hier haben wir immer noch den Siedler, den Fischer, den ich nicht rausgetan habe. Weil ich sehe ja das da unten immer noch nicht. Weil ich bin zu blöd, um den Fernseher so hinzustellen. Ich kann nicht reden. Ich habe zwar nichts getrunken, aber ich kann nicht reden. Da war doch noch eine britische Grenze, oder nicht? Also da unten haben wir den schon mal weg. Das ist schön. Dann gehört uns da alles, außer dieser kleine Bereich hier, dem Orkeke vorbehalten ist. Und der doch recht erfreut ist aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Okay. Und hier haben wir halt noch die Tupi. Und die Tupi sind bloß vorsichtig gegenüber uns, aber... Mal schauen, wo hört's denn auf? Da oben hört's auf. Das heißt, die Siedlungen hier sind alle gefährdet. Wie machen wir das am blödsten? Das würde mich jetzt interessieren. Und hier stehen noch ein paar Siedler rum, die nichts zum Tun haben aus irgendeinem Grund. Hier noch ein bisschen Baumwolle gepflanzt und da auch noch ein bisschen Baumwolle und alle sind glücklich. Du kommst dann nach da oben hin. Du baust dann hier drüben eine Plantage. Und im Grunde haben wir so das Schlimmste hinter uns, hoffe ich doch mal. Hier eine Weberei gebaut, die bringt uns nämlich auch schon Stoff. Eine Mine und eine Plantage. Und du kommst da runter. Weil warum nicht? Fischer sind schön. Hier haben wir noch 3 französische Siedlungen, die wir auch irgendwann mal zerstören sollten. Jetzt kann Simon Bolivar da eigentlich so vorbeilaufen, wenn er schnell genug ist. Und nein, wir können noch keinen Offizier ausbilden. Das heißt erstmal hier als Siedler, dich hier auch noch als Siedler. Dann sind alle glücklich. Das Inka-Volk. Ich würde hier gerne nachschauen. Da wären eigentlich bloß 2 unserer Siedlungen gefährdet, wenn ich mich nicht irre. Aber nein, tut mir leid. Momentan kann ich mir das nicht leisten. Du kommst mal... War das gerade Neu-Berlin? Ich glaube, das war gerade Neu-Berlin.
Und mir fällt jetzt gerade spontan ein Lied ein. Tatsache, Neu-Berlin. Jeder, der Wolfenstein The New Order kennt, ist bestimmt schon auf dieses Lied gestoßen, was ich jetzt nicht vorsingen werde, weil ich kann sowas nicht. Also ich kann den Text, aber ich kann nicht singen und das ist das Problem. Erkunden nach. Wo ist ein Ausladen? Ausladen, alle entladen. So, Umschalt U. Jetzt mal einladen. Tabak, Tabak, Eisenerz, Zigarren, Zigarren. Und nach da runter. Und den einen Fischer. Den werden wir jetzt einfach mal Fischer sein lassen. Wir sammeln Einheiten an zum Umfallen. Und uns bringt das alles nichts. Mal schauen, wo Simon Bolivar jetzt landet. Nachdem wir hier mal den in die Kirche gesteckt haben. Und nachdem wir dich zum Tabakproduzieren geschickt haben. Nein, nicht zum Tabakproduzieren, sondern zum Tabakwarenproduzieren. Okay. Die Truppen von Simon Bolivar sind da oben. Und ich habe gerade das Gefühl, da wollte uns jemand angreifen. Nein, wollte er nicht. So, was mache ich mit euch? Einfach mal nach Norden. Und dann schauen wir ja, was passiert. Auf jeden Fall, ich habe ja angefangen. Bestimmt kennt ihr das Lied, wenn ihr das Spiel kennt. Da gibt es ein Haus in Neu-Berlin und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein Ohrwurm. Mir gefällt das Lied. Ja, ist schön. Ist toll, gefällt mir. So, hier erstmal wieder alles einladen von Tabak und Eisenerz und nach Europa mit dir. Draußen hupt schon wieder alles. Macht Wir könnten auch mal eine Rumbrennerei bauen. Und ich habe gerade einen ganz trockenen Hals. Warum auch immer. Wo zum Kuckuck sind die Briten? Karte der neuen Welt, bitte. Schlagt ihr ein? Die haben überhaupt keine Stadt. Warum? Warum? Okay, die haben einfach 179 Punkte durch nix. Okay. Philipp von Hutten hat wahrscheinlich auch keine Siedlungen mehr. Nein. Das heißt bloß noch die Spanier und die Franzosen. Okay, nur wie machen wir es mit den Indianern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also euch schicken wir mal dahin vor die Grenzen von Veracruz. Und werden dann mal so die nächsten paar Folgen überspringen quasi. Also jetzt nicht von der Folge her überspringen, sondern einfach mal schnell drauf tippen und alles durchgemacht. Stoff für Geschichten. Macht auf Pause, lest das durch. Ich habe heute nichts zum Lesen. So. Und hier überall rote Punkte auf der Karte, ist ja schlimm. Oder soll ich es vorlesen? Ich kann heute nicht lesen, aber ich versuch's mal. Überschrift, wie heißt die? Wie heißt die Überschrift? Stoff für Geschichten. Ich wette, er verkauft das Tuch nach Europa, meint der Erste und winkt nach der Schankmaid. Iwe, der tauscht den Stoff bei den Wilden ein und lässt sich Goldnuggets dafür geben. Hält der Zweite dagegen und rülpst bekräftigend. Weder noch, behauptet der Dritte. Er lässt Segel daraus nähen und schickt Kaperfahrer aufs Meer. So würde ich es jedenfalls tun, wenn ich der Gouverneur wäre. Bist du aber nicht, fährt die dralle Kellnerin dazwischen. Du bist nur ein Weberknecht wie deine Saufkumpane, aber ich kann euch sagen, wohin all das Tuch geht, das ihr fertigen müsst. Die drei beugen sich neugierig vor. Der feine Herr Gouverneur lässt mir Unterröcke daraus schneidern. Die Weber feixen und johlen. Und johlen. Was auch immer das gerade war. So, hier, du kommst mal da rein.
Es staut sich ein bisschen Kakao an. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Wir haben eh viel zu viel Geld. Wir haben eh viel zu viele Sachen. Also ist mir das totalus egalus. Und ich möchte gern den Franzosen eigentlich noch ausrotten in der Folge, aber wir haben sowieso bloß noch 5 Minuten. Cyrus McCormick, yes. Plus 1 Nahrung auf Geländefeldern mit 3 Nahrung, ja, dies sei meine Entscheidung. Das heißt, wir sind jetzt am Ende angelangt von, wo sind denn die Gründerfeder? Ich traue mich immer nie, die F-Tasten zu drücken, die Funktionstasten. Nee, das war nicht da, das war... War das Politik? Nee, das war nicht Politik. Das war irgendwo da drüben. Also Militär war es schon mal nicht. War es hier? Nee, das ist ja auch bloß Politik. Ich bin... Moment, Religion? Religion war es nicht. Erkundung? War es Erkundung? Nö. Hier? Beim Handel? Tatsache, beim Handel war es. Und nein, wir sind noch nicht am Ende. Da kommt noch Samuel Adams... Samuel Adams. So, hallo Nachbar. Mein Nachbar steht gerade draußen vorm Fenster. Und da denke ich mir, ich wink doch mal. Neu-Flensburg? Warum? Warum? Sagt mir das mal einer. Habe ich irgendwas verpasst? Jetzt mal ehrlich, ich habe doch irgendwas verpasst. So, die stecken wir auch mal da Zuckerrohr am Pflanzen. Was zum Kuckuck? Warum ist Neue Flensburg in deutscher Hand? Warum? Warum? Hier produzieren wir mal eine Waffenkammer. So langsam müssen wir auch die ganzen... Beziehungsweise so langsam müssen wir siegen, weil... Halleluja, gibt's da viele Einheiten. Weil wir bald keine Möglichkeiten mehr haben, um Punkte zu sammeln. Also für Handelswaren oder was weiß ich. Also für die Gründerfeder, meine ich. Ich kann heute so überhaupt total gar nicht reden, das ist... Schlimm, das ist schlimm. Das Schlimme ist, jetzt muss ich noch ein paar Folgen aufnehmen, das ich habe für morgen. Nee, für übermorgen. Ich bin total im Stress. Total im Stress. Ich muss 3 Folgen aufnehmen. Oh mein Gott. Ja. In meiner momentanen Verfassung von ich habe Kopfweh und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also eigentlich habe ich keinen Kopfweh, sondern bloß die Augen sind total müde. Weil, was wollte ich da jetzt? Ein I. Weil das ist hier ganz schön anstrengend, den ganzen Tag alles Mögliche zu machen und zu lesen und so weiter und so fort. Und ja, da ermüden langsam so die Äuglein. Aber das interessiert euch wohl überhaupt nicht. Warum grüner Button? Achso, darum grüner Button. Okay. Ja, die könnten wir eigentlich noch da reinstecken, warum auch immer dann Platz frei ist. Und sonst einfach hier warten und du kannst hier mal, nein, hier oben Eisenminen arbeiten. Und... Dann sind wir ja eh bald bei den Spaniern angelangt. Da machen wir auch schon Schluss. Sobald wir auf dem Berg sind, über dem Hügel, nein, über dem Berg sind, so. Holz, Baumwolle, nups. Und ein paar Felle eingeladen nach Europa mit dir. Und das neue Flensburg da, das irritiert mich jetzt. So, hier eine Kirche gebaut. Und dich stecken wir da hinein. Dich stecken wir da zum Silberminen hinein. Und du kommst da unten hin. Du lädst mal Holz und Tabak ein. Kommst nach Fort Caroline.
Oder vor Caroline, wie sie eigentlich heißen soll. Vor Caroline. Dann bauen wir hier noch ein. Ja, jetzt produzieren wir mal Militärpunkte. Warum denn eigentlich nicht? Und hier eine Schule gebaut. Glockenproduktion schadet nie. Hier ein Lagerhaus. Ja, wie viel denn noch? Eine Schule. Einen Hafen. Du kannst hier mal in die Kirche gehen. Du bist schon angekommen in Fort Caroline, jetzt aber nach Europa mit dir. Und aber interessant, dass die paar Handelsrouten da immer noch funktionieren. Aber okay. Ist auch bloß gut, wenn es funktioniert. Die Einheiten sind auch alle angekommen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Einheiten haben wir vor uns. Werden wir da auf den Berg gehen und von da aus angreifen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Und so langsam haben wir ganz Südamerika eingenommen. Und ich hoffe, es hat, also die Folge hat euch gefallen. Auch wenn ich ein bisschen durch den Wind bin heute, aus irgendeinem Grund. Und da oben ist Yucatan. Ja, dann würde ich sagen, wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Kurzi.